Ja, und da sind wir auch schon wieder in Springfield und sammeln wieder unsere Verdienste ein, damit wir auch jetzt mal langsam zu Potte kommen mit den nächsten Häusern, die noch so anstehen und noch so die ein oder andere Veränderung in unserer Stadt noch vornehmen können. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal wieder die übliche Prozedur hier durchmachen und das ganze Geld einkassieren, was noch hier so an uns vorbeifliegt, nachdem ich ja beim letzten Mal so ein bisschen Pech hatte. Und hier unten, ich habe übrigens zwischenzeitlich mal eben den Quickie-Markt fertig gemacht und den Galpen Blow für unsere Bewertung hier. Die hätte ich ja eigentlich gebaut, weil ich dachte, es wird eh keine Aufgabe anstehen. Und dann kam am Ende noch, wir sollen das Haus der Manns bauen, also von Nelson. Nein. Deswegen konnte ich das vorher noch nicht machen, aber jetzt sollten wir eigentlich mittlerweile genug Geld haben, um das noch fertig zu kriegen. Ich denke mal, das müsste jetzt gleich passen. Geldmäßig auf jeden Fall. Und dann bauen wir das dann gleich mal und gucken uns mal an, was das noch so für uns für Aufgaben erwirtschaftet. Beziehungsweise wahrscheinlich muss es ja dann erstmal wieder fertig bauen. Das heißt, wir können morgen nochmal was machen damit. Weil ab morgen Abend bin ich erstmal eine Woche, nein, nicht eine Woche, 5 Tage in Bulgarien. Ein bisschen Urlaub machen. Oder viel eher Kegeltour, also eigentlich nicht wirklich Urlaub. Aber naja, mal gucken, was da so sich ergibt. Ich habe eben mal ein bisschen recherchiert. Das Wetter ist wohl nicht so der Knaller momentan da. Aber das ist es in Deutschland ja auch nicht, von daher wollen wir da mal uns nicht großartig beschweren. So, jetzt haben wir das Geld, glaube ich, soweit gleich eingesackt und die Aufgaben. Und könnten uns mal an das Haus machen. 46.000 für die Bruchbude, ey, das ist doch ein Witz. Ich weiß noch nicht mehr wohin. Hier zum Rathaus, wäre natürlich geil. Im Vorgarten vom Rathaus. Das machen wir. Das dauert natürlich jetzt erstmal wieder 29. Wollen wir jetzt noch ein bisschen EP kriegen, dann haben wir die Stufe auch abgeschlossen. Ich weiß aber nicht, wie viel man da. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Das ist jedes Mal das gleiche. Ich wette, wenn ich jetzt gleich nachher irgendwann zwischendurch noch eine Aufgabe starte und beziehungsweise das andere Geld einkassiere, dann steige ich wieder eine Stufe auf, weil irgendwie passiert es mir jedes Mal, dass ich die Stufen nicht in der Aufnahme aufsteige, sondern zwischendurch, wenn ich mal ganz kurz irgendwas machen will, mal eben 3 Aufnahmen beenden oder so, dann kommt meistens diese Benachrichtigung, dass ich eine Stufe hochgegangen bin. Aber wir können ja mal gucken, was unser zweites Springfield so treibt, und mal gucken, was man hier also so an XP abgreifen kann. Aber 2 EP, ja gut. Da werden wir nicht weit mitkommen. Da fehlen uns ja noch irgendwie 1000 oder so. Das heißt, das wird jetzt so nix. Aber hier ist schon mal ganz gut was weitergebaut worden. Schon mal ein ziemlich großer. Ne, 25 sogar. Könnte es doch klappen. Schon mal ganz groß wieder neu geworden hier unser Springfield. Also was heißt neu, aber auf jeden Fall hat sich das ein bisschen vergrößert. Mit dem Tire Fire. Ein kleines Wäldchen haben sie hier gebaut, das sieht auch nicht schlecht aus. Ich war jetzt hier auch schon länger nicht mehr, aber es kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich weiß gar nicht, wie die das hier machen. Die haben zwar nicht so viel gebaut, aber Platz ohne Ende. Hier unten noch mal so ein Parkplatz, was ist das denn? Ach, die Brauerei. Die hätte ich natürlich auch gerne gehabt, aber naja. Der fette Berg, Alter. Naja, so in der Art hätte es ja bei uns auch aussehen können, aber wir haben das ja mit dem Schlangentag ein bisschen verpeilt. Naja, nicht so tragisch. Gucken wir uns mal an, hier ist schon mal jemand Level 30, dann können wir da mal noch ein paar Dinge abziehen, vielleicht ein paar XP.
Mal gucken, dass wir noch ein bisschen hochkommen. Vielleicht steigen wir ja noch jetzt eine Stufe an. Oh je, fette Limo. Ach, die Lupe. Ja, geil. Aber das sieht mir auch so aus, als hätte jemand Geld ausgegeben für sein Gedöns. Naja. Jetzt sind wir 50 XP. Wir brauchen ja noch ein bisschen, ne? Machen wir natürlich noch weiter. Und gucken uns das hier mal an. Hier ist gar nichts, oder was? Eins. Sleep Easy Motel. Das müsste, glaube ich, bei uns auch demnächst kommen. Auf jeden Fall war letztens schon mal irgendwie die Rede vom Motel. Ja, natürlich viele coole Sachen hier. Die man sich ja wahrscheinlich mehr oder weniger nur für Donuts kaufen kann. Aber ich suche jetzt erstmal ein bisschen weiter, dass wir mal hier schnell noch ein paar XP uns zusammensuchen können. Colosseum Tatum vs. Simpson Payback. Ah, ja. Ja, ist jetzt hier kein drittes Gebäude, wo ich was machen kann, oder was? Ah, doch, hier, ne. Das gibt's auch nicht. Jetzt kriege ich hier dann noch nicht mal die 25 XP, ihr Säcke. Das ist doch scheiße. Dann gucken wir uns nochmal das nächste an. Und hoffen, dass wir hier ein bisschen mehr absahen können. Oder wir müssen gleich Leute nehmen, die nicht so hohe Level haben. Vielleicht bringt das mehr. Doch, hier ist doch was. 1, 2, 3.